Na, warum zum Teufel verfolgen die dich und nehmen meine Schwester mit? Erkläre das mal! Na, der Trick, ja. Wow, na, der Schild hat zwar auch schon bessere Tage gesehen, was? Ob er wohl noch zu gebrauchen ist? Naja, wird schon seinen Zweck erfüllen. Also dann stechen wir in See. Bereit? Ja. Den Typen sieht man nie auf dem Schiff. Das ist einer der Charaktere, die man nie wieder sieht. Wie sie einfach da sitzt. Oh, die Rotznase und der Steckenheini. Die komische Frau, ja. Die Frau mit den Schweinen. Alle da. Oh, die Oma. Die hat's wohl nicht an den Strand geschafft. Na, macht ja nichts. Nochmal schnell zum Abschied winken. Bist du irgendwann mal fertig mit winken? Wenn ich diese sehe, frage ich mich, ob es nicht vielleicht das Beste wäre, du würdest dir die ganze Sache nochmal überlegen und von Bord gehen. Oh, halt doch die Klappe. Glaub mir, bald bist du völlig fertig mit den Nerven und von Heimweh zerfressen. Ja, wenn man kein Zuhause hat wie du, kennt man das Gefühl natürlich nicht. Sei vernünftig und überlege es dir nochmal. Doch es ist nicht zu spät, um zur Insel zurückzukehren. Nö. Jetzt ist es zu spät. Halt Steuerbord und auf nach Norden. Wenn du hier rumschießt, kann ich mich gar nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Zieh Leine, Kleiner. Ah, solltest du nicht unter Deck zu Nico gehen? Ja, da gibt einem eh schon den Tipp. Mann, ein echter Glücksfall für Nico. Ganz unten in der Mannschaftsrangliste hat man es schon ziemlich schwer. Ja, ja. Nico scheint regelrecht begeistert, dass er jetzt nicht mehr das letzte Glied in der Kette ist. Aber dein Obermatrose wird er es dir bestimmt nicht leicht machen, genau. Aber wenn du gute Miene zum Business B machst, wird es schon nicht so schlimm werden. Genau. Ja, okay. Den Abend vielleicht doch ein bisschen sehr dämlich vorgelesen. Ah, die einzelnen Charaktere brauchen halt eine eigene Stimme und einen eigenen Fehler. Hey, dein Name war doch Link, oder? Ja, komisches Gewand hast du da an. Ist auf eurer Insel gerade der letzte Schrei oder so, hm? Irgendwoher kenne ich den. Kenne ich dieses Gewand doch. Lass uns mal überlegen. Das letztes Jahr in Paris? Oder doch mal. Ah, nee, das war in Saudi-Arabien. Okay. Ja, also eigentlich haben Piraten ja zumindest laut unseren Geschichtsbüchern gar nicht so große Schiffe. Hey, willst du dein Schwert nicht gegen sowas tauschen? Ich glaube, das ist mit Sicherheit effektiver. Nicht so furcht, das hier ist Captain Tetras Kajüte. Das geht doch nicht. Selbst wir dürfen da nur alle Jubeljahre mal rein. Das ist ja wohl klar, dass Fremde überhaupt keinen Zutritt haben. Tja, so ist das. Ja, laber mich nicht zu. Lass mich nach unten. Oder sowas wäre auch vielleicht nicht so schlecht. Aua! Sowas Blödes. Hey, hey! Neuer, ich bin der Point, diesen Obermatrose, kapiert? Also hör auf, das, was Nico dir sagt. Und wir werden uns bestens verstehen. Also, als erstes machen wir mal den Aufnahmetest, wie sich das für einen neuen Idioten gehört, kapisch? Also, sieh mir ganz genau zu, wie ich das mache und schau mit dir tüchtig was ab.
Kapiert? Hm, zeig mal, was du kannst. Wie Link schon da steht, so, zeig, was du kannst. Zuerst betätigst du den Schalter. Aha, ja. Ich dich einfach davor und bewege dich nach vorne, um den Schalter zu um auf den Schalter zu steigen, kapierst? Die Plattformen fahren dann von unten rauf und du musst auf sie drauf springen. Dann musst du auf die Plattform vor dir springen, aber die ist ein bisschen weit weg, was? So weit springen ist leider nicht drin. Es gibt natürlich einen Trick. Wenn du auf dem Seil springst, kannst du dich vor ihm festhalten. Mit Hilfe von, ja, kannst du schwingen. Und wenn du A loslässt, drückst, lässt du los. Hast du alles kapiert? Dann machst du ganz einfach ein paar Mal, bis du bei der Tür zu dem Raum da hinten bist. Allerdings bleiben die Pferde für mich ewig oben. Also muss ich schon ein wenig beeilen, kapier ich? Ja, so schwierig ist das eh nicht. Bis du sie herstellst, brauchst du mindestens ein Jahr Übung. Naja, wenn du es schneller schaffst, sollte ich dich wohl loben. Also häng dich rein. So, Burschle, jetzt schaust du mal zu, wie ich das mache. Ja. Es gibt dann später noch ein bisschen einen schwierigeren Parcours. Wow. Nein! Also wirklich, was soll denn das denn? Du musst ganz genau springen, wenn du es bisher schaffen willst. Ja, bla bla, halt doch nicht. Das Blöde ist halt, die Steuerung ist nicht besonders präzise. Also, ich bin jetzt eine Zeit lang die Nintendo Switch gewöhnt und das ist doch... ja, eine andere Liga, sag ich mal. Okay, Konzentration, machen wir das mal so. Ich bin jetzt zwar eigentlich nicht gesprungen, aber ja, ist okay. Alles gut bei dir zu Hause, Link? Ja, und das macht er gerne, also so mit der Kamera mitverziehen. Das wird mir noch extremst auf den Nerv gehen. Aber glaubt es mir, Leute. Er lässt doch irgendwann los oder so. Nur kein Stress. Es geht euch genauso wie mir. Wenn ihr es mal eine Zeit lang nicht schafft. Das ist auch der Grund, warum ich das Zelda nicht besonders mag. Es macht sehr feinfühlige Aufgaben und hat eine... naja, eher miese Steuerung. Vor allem, die wirkt auch richtig ungenau. Also... wow. Die Dinger schwingen auch noch so hässlich. Mann! Ja, ich aktiviere den Schalter, also das kann jetzt sicher noch eine Weile dauern. Ich muss sagen, die nächste Mission ist doch etwas einfacher. Ich habe vor allem schon eine lange, lange Zeit nicht mehr gespielt. Ja.
Mir ist es auch schon mal passiert, dass ich dann einfach übers Ziel hinausgesprungen bin. Was? Du hast es so schnell geschafft. Ich hab dich wohl unterschätzt. Was, dir wird vielleicht auch mal so ein guter Matrose, wie ich es bin. Ob ich ihm wohl einfach so was geben kann? Wird schon passen. Also, die Schatzkiste drüben ist für dich. Keine Anerkennung von deinem Obermatrosen Nico sozusagen. Nimm dir den Schatz besser schnell, bevor es die anderen... Komm an. Ja, da ist sowieso was ganz, ganz Wichtiges drinnen. Gott sei Dank kriegen wir das so schnell. Eine Beuteltasche. Du hast die Beuteltasche gefunden. Beutetasche, Entschuldigung. Gefunden. Eine praktische Tasche, in der du hauptsächlich im Kampf eroberte Items verschauen kannst. Es gibt 8 verschiedene. Hey Link, wir sind verschwunden in Passion. Komm sofort drauf. Ja, man kann hier noch ein paar Rubine finden. Ich glaube, in fast jedem Fass ist einer. Aber tatsächlich hat man in dem Spiel eher keinen Geldmangel. Ich meine, ich kann es ja mal machen. Was soll's. Geld ist Geld und man kann es immer brauchen. Na komm. Aber ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass man noch nicht das Schwingen am Seil übt, aber... Naja, wie auch immer, es ist ja nicht. Okay. Wie auch immer das passiert. Nicht so wichtig. Ich zerstöre hier die Fässer mit weiß Gott nicht was drinnen. Und der Typ da hinten steht vor Tetras Kajüte. Oh, ist mir alles egal. Das geht mich nichts an. Come on. Hey Link, komm, ich bin hier oben. Ja, das habe ich auch schon bemerkt. Gut, ja, dann würde ich mal sagen. Retten wir unsere Schwester. Was treibst du bloß so lang mit Nico? Ihr werdet doch nicht irgendwas an meinen Schatz oder so gewettet haben, oder? Aber wie auch immer, sieh mal! Das ist die verwunschene Bastion! Ist eine mächtige Hütte, muss ich auch zugeben. Früher war das hier der Unterschlupf einer Bande feindlicher Piraten. Aber jetzt scheint es da ja wirklich gefährlich geworden zu sein. Sieh mal da! Sieh mal da, da drüben das Fenster. Kommen dir die Möwen irgendwie bekannt vor? Ich vermute mal stark, dass sie da oben deine Schwester gefangen halten. Die Bewachung scheint aber ziemlich streng zu sein. Die finden uns noch, bevor wir überhaupt einen Fuß an Land setzen. Wie stellen wir das wohl am schlausten? Scheiße. Okay, das... Nun mach doch nicht so einen Aufstand. Ein paar Opfer muss man bei solchen Unternehmen echt eben bringen. So ist das halt. Außerdem ist die Sache völlig ungefährlich. Wir machen sowas schließlich ständig. Oh Mann, das geht sicher gar nicht gut, Alter. Also, ist alles bereit? Lass ihn dort durch die Luft sausen. Ich will einen Flug nach Vorschrift sehen. Oh nein, Alter, das kann doch nicht. Bitte, 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 bitte. Nein, mein Gott, mach das nicht, Alter. Nein, du bist ein Arsch. Ciao. Arschloch.
Oh, das ist jetzt blöd. Au. Mann, hat das wehgetan. Okay. Verwunschene Bastion. Also, erstens Schwert finden, zweitens Schwester finden, drittens Vogel zu Eintopf verarbeiten. Kann ja nicht so schwer zu verstehen sein. Oh nein, dein Schwert, tut mir leid, da haben wir wohl etwas daneben gezielt. Du schaust aber auch dumm aus der Wäsche. Warum habe ich einen Stein mit? Müsst ihr mich versenken? Der Stein, den ich dir vorhin heimlich zugesteckt habe. Es ist nicht einfach bloß irgendein Stein. Mit seiner Hilfe kann ich sehen, was du gerade treibst. Alter, ist die eine Stalkerin. Ja, okay, mit dem Ausrufezeichen. Wir erklären uns das jetzt noch. Wie das funktioniert mit dem Stein. Okay. Es gibt ein paar Tricks. Wie man hier unbemerkt durchkommen kann. Man könnte sich theoretisch auch mit den Wachen prügeln, ist aber nicht so eine gute Idee. Okay, also man kann offensichtlich nicht. Ja, also so schwierig ist es sowieso nicht, aber um es mal verständlicher zu machen. Man kann mit dem Fassen nicht entdeckt werden. Ich glaube, das ist nur so, insofern man stillhält. Aber da ich YouTuber bin und natürlich entsprechend geldgeil bin. Scheiß, brauchen wir jetzt nicht mehr. Schnell weg von hier. Man kann hier gleich nach oben gehen und zumindest die erste Wache ausschalten. Das würde ich euch eigentlich auch raten. Weil die Wachen an sich ja nicht besonders stark sind. Halt's Maul, Tetra. Vor allem sind die Wachen. Nicht besonders schlau. Das hat er jetzt zwar gehört. Davon hau ich mal einen weg. Weil er hat er sowieso einen. Das Ding würde ich aber unbedingt mitnehmen. Das kann man nämlich noch brauchen. Und ein Insider-Tipp von mir. Man kann es tatsächlich schaffen, hier auf die Außenmauer zu springen. Das müsste gehen. Oh ne, dahinter dann eine unsichtbare Wand dran. Kannst du jetzt mal nicht mehr sagen. Wenn du die Leiter darauf gehst, so unhold und. Ach, okay, komm. Ich spiele hier im Heldenmodus. Glaubst du wirklich, ich bin ein Idiot? Oder? Ich hoffe, das ist jetzt. Ich habe den Heldenmodus eingestellt. Aber ich habe bisher noch keine Herzen gefunden. Also eigentlich würde alles darauf hindeuten. Wenn nicht, ist bisher auch nicht so schlimm, da ich keine Herzen verloren habe. Okay, ja. Das ist jetzt tatsächlich
ein wenig schwierig, was wir vorhaben. Aber Leute, das machen wir im nächsten Part.